Ich glaube, der Schlüssel zum Gewölbe ist auf Datomir. Ist der Wookie gefunden? Ja. Aber es ist gefährlich dort. Das Imperium ist überall. Inquisitoren? Naja, Triller. Die zweite Schwester. Sie ist erstmal weg, aber sie verfolgt uns noch. Die neunte Schwester ist besiegt. Damals in den Klauen des Imperiums wehrte ich mich, Kerl. Ich schwor, dass ich lieber sterben würde, als zu reden. Aber dann kam der dunkle Schatten über mich. Er war schlimmer als jeder erdenkliche Albtraum. Doch ich kämpfte weiter. Aber am Ende zerbrach ich und lieferte ihnen Triller. Ich weiß, dass das niemals wieder gut zu machen ist. Aber noch besteht die Chance, die anderen auf dem Holocron zu retten. Okay, also die neunte Schwester sprach davon, ein Inquisitor zu werden, als ob das unvermeidbar wäre. Ihr habt dasselbe durchgemacht wie sie, seid aber nicht beigetreten. Kerl. Schon okay, Sir. Wir finden Cordovas Holocron. Hey! Nimm die Laser aus meinem Essen! Ich dachte, wir hätten hier gesiegt. Im Moment sieht es nicht so aus. Und trotzdem hast du Leben gerettet. Der Krieg hat seine eigenen Gesetze. Das weißt du sicher noch aus deiner Zeit in den Klonkriegen. Möglich. Vielleicht war es auch keine gute Idee. Saw ist weg. Das Imperium wieder da. Saw wusste vielleicht, was er erreichen konnte und was nicht. Er kämpfte schon lange gegen das Imperium. Schwer zu sagen, was wir erreicht haben. Die Raffinerie ist zerstört. Die Wookies sind frei. Saw wusste, dass er unmöglich einen ganzen Planeten allein befreien kann. Er gab sein Bestes und verschwand, als er mit seiner Kraft am Ende war, um später weiterzukämpfen. Wir müssen mehr tun. Wir versuchen's, Kerl. Ich bin gespannt. Die Natur ist immer so schmutzig. Ich hasse diesen Planeten. Dann mal los. Setze Kurs auf. Moment, ich soll nach Datomir? Cordova ist dort gewesen. Er hatte sicher gute Gründe. Ich bleibe auf der Mantis, wenn wir dort sind. Rotes Sonnenlicht ist schlecht für meine Haut. Dieser Ort war einst die Heimat einer starken Gruppe von Machtnutzern, der Schwestern der Nacht. Sie nutzten die Macht? So wie die Jedi? Nein. Diese Hexen machten nur sich selbst. Ihre Kräfte fußten auf Täuschung, Illusion, Manipulation. Ha! Klingt wie jemand, den ich mal kannte. Während der Klonkriege wurden die Schwestern der Nacht von einem Sith-Lord hintergangen. Und am Ende
Viper einem Massaker fast ausgerottet. Datum hier ist tödlich. Wir müssen aufpassen. Das müssen Sie mir nicht zweimal sagen. Wir erreichen in Kürze unser düsteres Ziel. Setz dich hin, Kleiner.